Hermann, nimmst du hier gleich hinter mir Platz, ne? Da kommt's in den nächsten Minuten zum Zusammenbruch der nächsten Bank. Ja, und der Neuanfang beim DFB, der läuft wie so eine Photovoltaikanlage, ne? So lala. Wobei, auf der Road to 2024, ja, ist Europameisterschaft nächstes Jahr, das hat noch kein Mensch irgendwie verstanden, aber ist ja auch egal, holt man sich jetzt erst nach einer erfolgreichen WM den super Fußballkracher Peru. Wobei, wenn ich mir meinen Job hier angucke, dann überlege ich mir manchmal auch, ne? Warum bin ich nicht Alpaka-Hirte in Peru geworden? Wobei, eigentlich ist es dasselbe. Meine Spieler gucken mich auch die ganze Zeit so an und sind auch nur am Fressen und Saufen. Andi, jetzt lauf doch mal schneller. Sprintest du von zu Hause los, dann hast du noch 20 Minuten Home-WLAN. Ja, und Hansi Flick baut jetzt erstmal das komplette Team um. Ja, sicher. Nach dem griechischen Modell. Wie die Architekten der Akropolis. Die haben, glaube ich, auch gesagt, als sie das Dach oben draufsetzen wollten, haben sie gesagt, ne, nimm erstmal die Säulen weg, das hält so. Nicht dabei sind, ne, Reus, Gündogan, Sané, Müller, Rüdiger, dafür dann Wolf, Berisha, schade. Das hört sich irgendwie so an, als hättest du Tinder downgegradet, weil du selbst nicht mehr an dich glaubst. Stefan, jetzt lern dich doch mal selbst zu lieben, oder bist du nicht so dein Typ? Ich denke, beim DFB setzen die auf Umbruch statt auf Abbruch. Ja, ist ja so. Jetzt hast du da zwei Spiele, komplett alle neuen Reihen, Druck drauf nach einer erfolgreichen WM. Ach komm. Wir gucken nicht nach hinten. Wir sind ja optimistisch. Schauen wir mal auf die neuen. Erster Kandidat Malek Tiaf. So habe ich auch geguckt. Spielt aber beim AC Milan. 11 Spiele gemacht, 2 Champions League Spiele. Vorher bei Schalke gewesen. Klar, Schalke gesagt, nee, der hat kein Talent. Marktwert jetzt 15 Millionen Euro. Verteidiger. Der Tiaf kam am ersten Tag Nationalmannschaft, Premiere sozusagen, im Blumenoutfit. Dann wird Florist. Ja, geil. Egal, was du an der Kugel kannst und wir es nur nicht wissen. Mit dem Outfit hätte selbst Blümchen gesagt, komm, kann ich auf der Bühne nicht anziehen, mache ich mich lächerlich. Dann haben wir vom FC Brentford Kevin Schade. Wenn sich die Enttäuschung vom Vornamen im Nachname widerspiegelt. Wie oft habe ich zu meinem Kevin gesagt, ne? Kevin, schade, dass du heute da bist. Muss ich dich wieder einwechseln. Stell dir mal vor, der knipst eine Bude, ne? Der Kevin da bei der Nationalmannschaft. Der Stadionsprecher. Das weiß man ja noch nicht. Und das ganze Stadion, schade. Muss dann aber auch mit der, kann er ja, ich nenne ihn jetzt Kevin Skate. Kommt international viel besser. Selbst der Kimmich war überrascht, was der Flick da aufstellt. Der Kimmich so, ich hätte mir gerne andere Spieler gewünscht. Ja, ich hätte mir vom DFB generell mal was anderes gewünscht, aber das steht auf dem... So Typen wie Matthias Sammer. Jetzt zum DFB. Das ist ein cleveres Kerlchen. Trifft der Sammer eine Fee und die sagt, hör mal, Matthias, du hast 3 Wünsche frei. Sagt der Sammer als erstes, ich wünsche mir, dass du nicht zählen kannst. Dann sagt die Fee, dann sag mal deine nächsten 12 Wünsche. Eine klare Kommunikation wäre beim DFB schön. Ohne Missverständnisse. Guck mal, ich war letztens in eine Kneipe. Geh zum Wirt und sag, mach mir mal einen Pilz und ich muss mal auf Toilette. Er so, klein oder groß? Und dann stehst du da mit dem Riesenbrand und der Stift ist schon am Malen. Ne, Andi, das Einzige, was du in Mathe kannst, ist Potenzrechnung. Steht da oder steht da nicht? Auf der Pressekonferenz haben einige DFB-Spieler gesagt, sie wünschen sich fürs kommende Jahr, für die Euro, sowas wie das Fußballmärchen 2006. Guck ich so aktuell auf den DFB, dann heißt das Fußballmärchen 2024 der verkaterte Stiefel von den Gebrüdern Grappa. Wein auf Bier, das lobe ich mir. Gin auf Wein, passt auch noch rein. Und Tequila auf Gin, macht auch noch Sinn. Na ja, Mann, dich im Team zu haben, ist wie im Märchen. Wenn ich dich suche, laufe ich einfach auch den Brotkrumen hinterher. Kevin! Boah, der ist so hohl. Wir sitzen letztens beim Essen, er so, Trainer, ich esse die kurzen Spaghetti nicht. Es ist Reis, Kevin. Reis. Der Neuanfang beim DFB läuft wie so eine Photovoltaikanlage. So lala. Ja, und Hansi Flick baut jetzt erstmal das komplette Team um. Sicher. Ne? Wie die Art. Ich denke, das heißt beim DFB. Nochmal. Ich bin letztens auch in eine Kneipe und sag zum Wirt, mach mir mal einen Pilz und darf ich mal auf Tele. Nochmal, scheiße. Geil, jetzt haben wir aber genug Outtakes.